In diesem Video geht es um ein anderes Auto, Freunde, aber vorab möchte ich noch mal kurz Werbung machen in eigener Sache. Bis Freitag, den 3.12. habt ihr die Möglichkeit, diese wunderschöne Lorenzer S-Klasse zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Bestellung in unserem Online-Shop dazulassen. Wir haben hier eine Vorbestellung von schönen schwarzen Basic-Klamotten für euch. Absolut astreine Qualität. Jede Bestellung ist dann eines los. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mehrere Artikel bestellen wollt, das an mehrere Bestellungen aufteilen, habt dann dadurch eine höhere Gewinnchance. 10% könnt ihr sparen mit dem Rabattcode CYBER10, das Ganze versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Lasst euch nicht die Chance entgehen, das Auto zu gewinnen. Ihr habt mitbekommen, das letzte Jahr auf meinem Kanal, was da alles an Geld und Zeit und Mühe reingeflossen ist, den in den schönen durchreparierten Zustand zu bringen, wie er jetzt ist. Zeit für neue Projekte, Leute. Für alle Informationen zum Gewinnspiel, schaut euch gerne nochmal das Video an, was wir gestern dazu hochgeladen haben. Da haben wir alles nochmal ganz in Ruhe sachlich ausgeführt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Let's go. Okay, Freunde, herzlich willkommen zu Tag 3 in Dubai. Wem gestern das Bier für 12 Euro auf der Minibar noch nicht gereicht hat, für den habe ich hier noch eine Flasche Bombay Saphir für 1300 arabische Dirham. Das sind umgerechnet 320 Euro für eine Flasche Gin. Generell kann man sagen, die Preise ist hier wirklich abartig. Man hat hier auf dem Resort verschiedene Restaurants, wo man auswählen kann. Zum Glück habe ich Halbpension, das heißt Frühstück und Abendessen ist mit drin. Die Getränke muss man allerdings extra bezahlen und das hat es in sich hier. Flasche Wasser, also wirklich so eine Flasche Wasser, 40 Dirham sind 10 Euro. Ich bin wirklich dazu übergegangen, hier nur noch beim Buffet zu essen, weil da gibt es nämlich Wasser umsonst. Und wenn ich hier im Zimmer bin, dann habe ich hier schön meinen Wasserkocher. Da koche ich immer mein Wasser ab, dann kühle ich das aus und dann gibt das hier schön aus dem Glas. Ah, Freunde, man muss sparen, wo man kann nur. Gestern waren wir schon bei dem anderen oder anderen Kiezplatzhändler zu Besuch. Da haben wir auch schon ein paar interessante Autos gefunden. Heute fahren wir erstmal in die City, gucken uns das da an und dann ja, gucken wir, ob wir noch ein paar andere Autos hinter finden. Bye. So, Freunde, heute nehmen wir uns hier mal eine Händlerklasse, sag ich mal, höher an. Gestern waren wir so ein bisschen auf dem Kiezplatz eher unterwegs und heute sind wir hier bei Nice Cars. Freunde, wir schauen uns mal um, was hier so Feines für uns gibt und dann berichten wir euch natürlich. Hello. Hello, how are you? Do you have a supercharged G55? No, supercharged. Too old? No, no. Okay, all right. Nice. This one? 170,000. It's like a 5.5 V-turbo, right? Yeah. Okay, how much is it? 290. Excuse me? 290. 290. Oh, okay. All right, thanks. So, Freunde, ersten Preis haben wir uns eingeholt. 2017er GE63, 5,5 Biturbo mit 170 gerudert für 290.000 Dirham. Das sind umgerechnet, ich bin jetzt besser geworden im Umrechnen, ungefähr 70.000 Euro. Also mit 170 gelaufen ist ja in Deutschland wahrscheinlich so ungefähr 70 wert. Das heißt, wenn man hier noch, da kommen ja noch Zoll, 10%, 19% Umsatzsteuer und so weiter drauf, da ist man dann auf jeden Fall, da ist man dann fast bei 100.000, also lohnt sich überhaupt nicht. Auch eine wilde Farbkombi hier auf jeden Fall. Innenraum sieht richtig, richtig schick aus. Ist hier schon die neue Generation. Carbon-Paket. 70 gelaufen. Echt ein schöner Zustand. Alcantara-Himmel. How much do you have the car? The asking price is 415. 400? Yes. Okay. Oh, 415,000. That's expensive. G55. Okay. Also Freunde, 400.000 Dirham. Mm-hmm. For export, sir? Yes. Which country? Germany. Germany. Yes. So, Freunde, 415.000 Dirham für ein G55, das sind 100.000 Euro. 100.000 Euro, also bis der in Deutschland steht, 130.000 für ein G55 2012. Das geht bei den Leuten hier ab. Was ich ja persönlich sehr geil finde, die Leute hier haben anscheinend einen sehr wilden Geschmack, was die Farben angeht. Egal ob die Karren weiß oder schwarz sind, die haben alle so einen roten Innenraum. Finde ich persönlich auch eine sehr wilde Kombo.
Schöner Rolls. Was ist mit dem passiert, Freunde, hier? Wenn die Karren irgendwann mal billig sind, da würde ich auch zuschlagen. Auf jeden Fall so ein Wraith, oder? Spricht man das so aus, Leute? Wraith? Was denn? Das über den Jimmy? Nee. Was ist Jimmy? Das hier. Ja. Den habe ich auch mal in einem Artikel gesehen. So ein G-Klasse-Nachbau auf Suzuki-Jimmy-Basis von Brabus. Hier, schau dich noch an. Der ist ja kleiner als ich. Ja, ja. Das ist hier so... Ja, top. Komm, den nehmen wir mit. Also es hört hier wirklich nicht auf. Ich brauche bei den Autos gar nicht nach Preisen fragen, weil hier irgendwie auch nicht so wirklich was Interessantes innerhalb unserer finanziellen Reichweite ist, aber was hier so rumsteht, ist schon sehr beeindruckend. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Langsam werde ich depressiv, Freunde. Ich komme mir langsam wirklich vor wie so ein richtiger Geringverdiener hier. Neue G-Klasse, Brabus-Umbau. Schaut euch mal den Innenraum an hier. Sieht man jetzt schlecht, aber der hat so eine komplette Orange und Carbon. Dann die Carbon-Motorhaube dazu, das Bodykit. Das ist einfach. Aufgelegt. Das findest du nicht hübsch? Nee, das sieht richtig scheiße aus. Findest du die blaue schöner hier? Ja, viel schöner. Sieht viel besser aus. Dachschaden, die Weiber hier. Ja. Ich würde sagen, wenn wir das Ganze für euch noch mal ein bisschen spannender wird da draußen, fragen wir Jungs hier noch mal nach Preisen. Dann können wir das nämlich auch mit deutschen Preisen vergleichen. Ich bei G-Klasse gerade schon. So, jetzt haben wir hier einen alten R8, was ich viel interessanter finde. Ein Farbdesign Panamera. Also wenn das mal keine wilde Karre ist, hier schaut euch an, wie breit der ist. Es ist ja wirklich geisteskrank. Ich weiß nicht, ob man sowas in Deutschland überhaupt zugelassen kriegt, aber das ist halt... Also was habe ich denn nie live gesehen? Hey guys. Hi. You have G55? No, I love it. No? Okay. How much is the Panamera Fab? Panamera Fab Design 220. Panamera 220.000 Dirham sind 54.000 Euro. Bis in Deutschland ist 70. Keine Ahnung, was sowas wert ist. Hey guys. You have price for the C63? 248. It's edition 1, right? Yeah. Okay. How much kilometer? 27. 27. 2016 or? 17. Alright, thank you. 2017er C63 S First Edition Coupé mit 27.000, wird in Deutschland so gehandelt. Die Preise sind gestiegen, 65 bis 70 würde ich sagen. Er wollte 250.000 Dirham, das sind 60, über 60.000, ja, Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, bist du schon irgendwie bei 75 wieder oder irgend sowas, auf jeden Fall mehr als er wert ist. Schwierig, Freunde. Wo sind die Dubai-Schnäppchen? So, wir haben uns jetzt hier, schaut euch das mal an. Das hier war der Bereich, in dem wir gestern unterwegs waren, die ganzen Fähnchenhändler. Da sind wir jetzt gerade gewesen, das haben wir uns alles angeguckt. Und jetzt gibt es hier noch diese größeren Showrooms. Da laufen wir gleich noch rüber, gucken, was da noch so rumsteht. Bisher bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Also ich dachte, dass sich das irgendwie mehr lohnt. Ich habe euch jetzt ein paar Beispielrechnungen gegeben. Da ist kein Geld zu holen, Freunde. Also abgesehen davon, dass ich eh nicht Auto handeln will, aber da kann ich die Autos auch lieber in Deutschland kaufen. Kann ich hier kein Schnäppchen machen. Brauche ich überhaupt mehr Autos? Eigentlich nicht, ne? Nein. Wir gucken mal. Noch ein Level aufgelevelt hier. Jetzt erinnert das fast schon an normale Autohäuser. C200, selbst so eine normale C-Klasse hier mit dem roten Leder. Ja. Die ein oder andere G-Klasse am Start. Die meisten Karren halt schon die neuen Modelle und die alten Modelle sind leider alles 63er.
Die haben wir nochmal 2018er Modell, 39 gelaufen, 400.000 Dirham, also ungefähr ziemlich genau 100.000 Euro, G63 AMG 219.000. Das scheint jetzt schon wieder interessanter zu sein. Ihr erinnert euch hier, wir haben drüben einen G63 gesehen, auch 2017er, glaube ich, mit 160 gelaufen. Der hätte 280 kosten sollen. Da sind wir jetzt hier ein bisschen drunter. Aber trotzdem lohnt sich das nicht, die Dinger nach Deutschland zu holen. G65 AMG. Jetzt geht's los hier, Freunde. Bei Prestige Motors. Neue Farbe, heute billig, morgen teuer. NATO Olive G65 AMG mit 38 gelaufen, 370.000 Dirham. Das klingt jetzt erstmal, ich weiß nicht, wie die G65 Preise sind, keine Ahnung, aber das klingt jetzt erstmal gar nicht so uninteressant. Allerdings ist die Karre auch hier schon. Ja, Freunde, seht ihr selber, ne? Also irgendwie, das scheint so ein Wüstenfuchs zu sein hier. Die Autos in Dubai, das ist natürlich auch mal krass, so wenn die hier durch die Wüste gefahren werden und so weiter, der Sand setzt sich ja auch in allen Poren ab und im schlimmsten Fall hast du die Dinger dann nachher in Deutschland, fährst durch den Regen und dann ist der ganze Kram in den Sicken überall nass, das Wasser bleibt drin und dann gerade bei einer G-Klasse und dann könnt ihr euch ja selber ausdenken, was da kommt. Ja, ansonsten sehen die ganzen Autohäuser hier eher nach Neuwagen oder jungen Gebrauchtwagen aus. Das heißt, für uns ist wahrscheinlich nichts mehr Interessantes dabei. Wir holen gleich nochmal ein Uber und dann fahren wir zu den Fähnchenhändlern zurück und schauen, ob der CLS 55 von gestern noch da ist und ob wir den kaufen können. Wir haben uns jetzt hier nochmal so ein Uber genommen. Uber kann man auch irgendwie quasi so bieten, dass man den eine Stunde hat. Und der wartet jetzt hier und fährt uns nochmal durch die ganzen Straßen, weil dieses ganze AutoZone-Ding ist so riesengroß. Und ja, müssen wir natürlich einmal alles abfrühstücken. Wäre nochmal ein S500 gewesen, 2069 gelaufen. Also ungefähr die gleichen Eckdaten wie der vom Händler drüben hatte. Aber er wollte hier 55 und der andere wollte 46. Und 46 war schon eigentlich zu viel. Ja, Freunde, ein ganz schönes Desaster hier. Zurück beim Ausgangspunkt sind wir, unser schwarzer CLS 55. Ja, wir haben uns jetzt angemeldet für eine Probefahrt. Dreh ich mal wieder um. Die ganzen Autos stehen im Weg. Und ja, die Jungs müssen jetzt irgendwie ein bisschen rauskarren hier. Damit ist es wirklich das letzte Auto, also in der hinterletzten Ecke. Aber halt auch wirklich das interessanteste Auto von der gesamten Dubai AutoZone, zumindest nach meinem Empfinden. Und ja, wir werden gleich mal Probe fahren, dann rechnen wir uns das einmal durch, auch mit euch zusammen und schauen, ob wir den dann nehmen. Wenn er gut fährt, würde ich sagen, ja, ne, das wäre auch blöd, ne? Wenn die jetzt alle hier rausfahren, wenn die jetzt alle Autos hier rausfahren, dann sage ich, nee, Digi, sorry, aber danke fürs Video. Haben hier geile Wasserflaschen hier, ne? Sehen, dass das Lenkrad gerissen war. So das Holz, ja, meinst du, ne? Ja. Aber der macht echt einen guten Eindruck. Also von außen Karosserie sieht super aus. 84 gelaufen, Checkup ist komplett dabei mit allen Service-Einträgen. So klar, dieses Leder, gut, das kann man locker aufarbeiten hier. Die Farbe muss einem halt gefallen, ne? Lenkrad, ja, kann man immer neu machen, aber sonst ist der Innenraumzustand ja an sich auch okay. Ah, Mittelkonsole, komm mal hier. Do you like the car? Yourself? Do you like it? This car? Yeah. What car do you drive yourself? What car is safe? Yeah, for you. Safe. S-Class is here in UAE, S-Class number one. Okay, what car do you drive personally? I'm driving C-Class.
C-Class. Old model, but this you see? White color. This white one. Yeah. Okay, good. Go left. Right? Left. Left. And so, let you remove. Eigentlich muss man auf diesem, bei diesem Modell gar nicht auf mega viel achten. Der 5,5 Liter Kompressormotor basiert ja auf dem normalen M113, absolut bulletproof das Teil. It's a good engine, right? Very good engine. 100 times better than the 63 in this one. This engine is better than CLS 63. Yes, it's better. More reliable, yeah, more reliable. And also more torque and power, yeah, from the low RPMs. Yeah. But we should not test here very fast, right? No, you can drive, no problem. You can make speed. Ich hätte gesagt, wir können Gas geben. Da will ich auch nichts mehr hören hier. Shahid, mein Liebster, mein Allerjudster. Okay. Feel afraid? Ja, okay. Okay, yeah, probably like the tires are very hard, right? Yeah, yeah. Okay. Still. Old tires from Japan always, right? Also, Pferdchen sind zu Hause, Freunde. Bumsada. CLS tatsächlich für mich auch das geilste Auto mit dem 5,5er Kompressor, weil er halt eigentlich der leichteste ist. Ne? C-Klasse gab es damals ja nur mit dem 5,5er Sauger. Beziehungsweise den W204er mit dem 6,2er. Und weil Spiecher gerade schon sagt, der Motor ist einfach Killer. Do you have original command system for CLS or no? No, but if you want, I can bring and I will put inside the, I will not fix, I will put inside RAM and okay. You can fix. Okay. You can fix. So, Probefahrt war an sich okay, nur leider fährt das Fahrwerk irgendwie nicht hoch und runter. Aber die Batterie ist auch sau leer. Also der hat mir irgendwie hier gerade angezeigt, Battery low, von wegen Batterieschutz. Wir haben gewisse Komfortfunktionen ausgeschaltet zum Schutz der Batterie. Ich wüsste jetzt zwar nicht, was das Luftfahrwerk damit zu tun haben soll, aber er steht jetzt halt oben so, ne? Das ist ein bisschen nervig. So, Shahid, make me your best price. Best price on the car. Mach mal so das mit dem Licht. 47. Okay, you know, I know, like you need to be respected at least 30% off. I can give you like 35,000. Oh, 35 is very less. Not price for this car. This around 25 to 30,000. CLS 350, this one, CLS 55 Supercharged. Even we mentioned the price, you see, this is the price of the car. All of my car, price is mentioned here, 47,000 is a fair price. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich auf den Arm nehmen soll, Freunde. Ich weiß nicht, wie man hier fahren will, keine Ahnung. 47, wir haben es einmal durchgerechnet, jetzt gerade schon, glaube ich, ne, im Video. What about 42? No, 42 is... Even less. 46 I can get for you. 46. That's finished. 1000 Dirham? 250 Euro lässt er sich. Da kann ich ja bei mir in Hamburg mehr runterhandeln, Freunde. Nee, das machen wir nicht. Okay. Shahid. Yes. I know. Hard. Was heißt Verhandlung auf Englisch? Last word like 44. Let's do 44. What about 45? 44. No, really. Oh, when I say last word, I mean 44. I will take the car right now. Okay. Oh man, so I hope so next time. Yes, maybe we can do next time because we watched the whole area here and you were really like the you have the nicest cars and also you are very very kind person too. Thank you very much. Thank you. Also fun when you're in Dubai seid ein Auto kaufen wollt. This is not the price of this car, but this is your respect. Ah. Thank you very much. Peshawar Motors, Freunde, habe ich euch unten verlinkt. Ja, also seltenes Auto, schönes Auto, guter Preis. Ich würde sagen, wir packen das Ding ein und dann müssen wir gucken, wie wir den nach Deutschland bekommen. Da hat der Enrico mir zum Glück hier eine Nummer gegeben von einem Typen, der die Verstiffung und so weiter macht. Alright, kannst du, ja, passt.